Hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Clash of Heroes, wo wir wahrscheinlich wieder im Reich der Untoten etwas failen werden, so wie ich mich kenne. Weil Fiona entweder unterlevelt ist oder ich einfach mit Nekromanten nicht umgehen kann. Ich schau erstmal, wir haben jetzt ein Gespenst, einen Vampiren und unsere drei Standardeinheiten, die wir auch alle für den Kampagnenmodus schön so beibehalten. Dann haben wir unseren Heldenzauber und unsere Weilfähigkeit, die interessiert uns aber nicht. Haben momentan so eine Robe ausgerüstet, den Spinnenmantel. Verringert die Maximal-HP des Helden um 75%. Steigert aber die Angriffskraft aller Einheiten um 75%. Warum habe ich das ausgerüstet? Das ist doof. Das Entfernen untätiger Kerneinheiten führt zur Entfernung einer zufälligen Kerneinheit in der entgegengesetzten Spalte. Oh. Blut des Ehrgeizes. Steigert die Kraft des Blutsaugers der Vampire um 25%. Mindere die Abwehrstärke feindlicher Welle um 50%. Das klingt gut. Vernichtung untätiger Einheiten füllt die MP des Helden auf. Ist auch gut. Aber ich glaube, ich lasse den verfluchten Schild erstmal. Ja. Nee. Hier müssen wir doch hin, oder? Ja. Ich hab sie. Ha! Ich wusste doch, dass meine... Dass mein Weissagungszauber besser ist als deiner. Miru. Hä? Egal. Wir können ihr dieses Artefakt nicht auch noch überlassen. Sie hat schon mächtige Artefakte gestohlen. Komm, der sieht viel cooler aus als ich und er kann nichts machen. Und ich habe jetzt coole Einheiten, die mega abfuck sind. Ja, Einheit aufnehmen. Da. Und da ist irgend so ein Typ, der kämpfen möchte. Verzeiht, junge Dame, hättet ihr vielleicht Interesse an einer kleinen Herausforderung? Bisher bin ich unbesiegt, aber mit den Siegen kommt Langeweile. Und? Um der Würze willen zahle ich gut, wenn es euch gelingt, meine Abwehr zu durchbrechen. Takt. Das kommt sogar einem Nekromanten absonderlich vor. Bitte tut mir einen Gefallen. Wenn ihr mich dreimal zugleich trefft, werdet ihr der Erste überhaupt. Und denkt daran, ihr gewinnt nur, wenn euch ein Dreifachangriff gelingt. Trifft Cosmo mit einem dreifach verbundenen Angriff, um ihn zu besiegen. Also ich muss ihn direkt treffen oder ich muss allgemein treffen? Anscheinend muss ich allgemein treffen. Mit einem dreifach verbundenen Angriff. Ja, ne? Aber ein Kampfrätsel ist das ja eigentlich nicht, oder?
heißt das, ich muss meine Einheiten dreimal fusionieren. Das wäre auch irgendwie komisch. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Das sind so meine alltäglichen Probleme, ob ich gerade irgendwas aufnehme oder nicht. Habe ich da gerade keinen Schaden gemacht? Okay, das heißt, ich sollte nicht normal spielen, sondern mich vielleicht was vorbereiten. Ja, zum Beispiel hier den Zombie. Den Zombie. Und der Zombie ist natürlich gestorben. Hört doch auf, mir immer große zu geben. Die großen kann ich gerade nicht gebrauchen. Also ich glaube, das ist eine Mission, wo ich die großen verlieren werde. Ist aber auch mal eine nette Aufgabe, finde ich. Spieleranzug. Ja, vielen Dank. Der dahin. Der dahin und der dahin. Und vor allem, muss ich ihn damit direkt treffen können? Oder muss ich ihn einfach nur allgemein starten, den Angriff? Wäre es eigentlich besser, wenn ich nochmal zur Sicherheit ein paar mehr starte, oder? Schauen. Na toll. So, dann mache ich mal.
Ich glaube, der kommt nicht durch die Verteidigung durch. Ich glaube, das habe ich verkackt. Ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Ich merke jetzt schon, der ganze Part ist nur dieser Kampf. Und am Ende verliere ich den Kampf dann auch noch. Na, ah, der eine hat es nicht durchgeschafft, hat nicht gezählt. Mann, verdammt! Ich weiß auch nicht, wie, ach, das steht hier sogar dran. Also, wenn ich den mache. Ah, also der braucht 3 Runden, der braucht 2 Runden, der braucht auch 2 Runden. Dann könnte ich ja theoretisch... Wenn die jetzt tauschen, ne? Ja. Ich mach's einfach mal. Ich hoffe, dass die genug Angriff haben, um da durchzukommen. Ach nö! Ach! Das haben die schon wieder geblockt. Ich hasse euch, Leute. Wisst ihr das? Ich hasse euch. Und mein Hals macht das nicht besser. Boah. Das ist doch alles doof. Das ist echt schwerer, als ich dachte. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir die Zombies und die Skelette mischen können. Und wenn wir mit den Gardisten arbeiten wollen, müssen wir eine Runde früher damit anfangen.
Und das ist der Punkt. Und der muss jetzt echt zwei Gespenster abwehren. Das schafft er doch nicht. Oh, ich habe meine Ulti aber. Ja, aber ich vernichtet ja alle meine untätigen Einheiten. Das ist auch doof. Egal, was ich mache, es ist doof. Also. Fange ich mal an. Boah, das ist echt der fieseste Kampf, den ich bisher hatte. So, dann hier. Noch irgendwas auf die Schnelle? Nein. Wo bräuchte ich das denn am ehesten? Ich hoffe, das wird was. Ich habe aber nicht so viel Hoffnung drin. Und vor allem mit dem hier. Die hier könnten ja vielleicht noch was werden, aber der hier auf keinen Fall. Und wenn ich hier so mache, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Verteidigung und es klappt. Vielleicht. Ja, aber ich habe halt noch so Welle, die ich noch zusätzlich durchdringen muss. Das ist halt. Ja. Okay, der kommt definitiv auch nicht durch. Wow, von vier Angriffen kam einer durch. Ich wundere mich. Ich hätte eigentlich die Gardisten jetzt schon anmachen können. Thank you.
Ach Mann. Ist das euer Ernst? Jetzt gibt's auch Fresse. Ich weiß, das macht dir eh nichts, aber... Wow. Noch könnte es jetzt was werden, aber warum sage ich es überhaupt? Warum sage ich es überhaupt? Mit dem letzten. Ach komm schon. Oh. Heute ist einfach nicht mein Tag. So, komm jetzt aber bitte. Bitte. Ich habe jetzt 5 Angriffe, ja? Wenn davon nicht 3 durchkommen. Jetzt habe ich nur noch 4. Wenn der jetzt keine... Wenn der sich nicht komplett abblockt, dann... könnte ich eventuell... wenn ich Glück habe, und das habe ich ja bekanntlich immer... nicht... dann könnte das noch was werden. Dafür müsste er mir jetzt aber hier jetzt nichts hinstellen. Vor allem hier. Bei so großen Mauern habe ich eh so meine Bedenken. Oh ja, komm. Bitte. 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 Was? Ich habe doch mit 3 getroffen. Oder müssen das echt 3 derselben Farbe sein? Also ich habe eben gerade geguckt, wir sind jetzt schon seit fast einer halben Stunde Brei. Brei vor allem bei. Und ja. Soweit ist noch kein Ende in Sicht. Aber wenn das wirklich 3 derselben Farbe sein müssen. Das kriege ich doch nie im Leben hin. Na, da könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken, wenn ihm die Special-Viecher hier ausgehen, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das in naher Zukunft mal passiert?
Vor allem anscheinend hat er davon ja auch so viele. Boah, ich habe einfach nur Pech. Ich kann halt nur versuchen und hoffen. Ich brauche jetzt noch zwei Skelette. Und wenn ich die habe, steht mir da wahrscheinlich wieder was im Weg, was das kontert und... Och Mann. Skelette. Nee, natürlich nicht. Mann, das ist echt der aufregendste Kampf überhaupt. Na, vor allem der hier wird mich in der nächsten Runde töten, merke ich gerade. Aha, wenn der mich nicht tötet. Ja, okay, ich habe verloren. Ich glaube, das wird einer dieser Kämpfe sein, wo ich mir im Nachhinein sage, das wird was für die nachholende Level-Parts. Ach, es ist so schwer, einen würdigen Gegner zu finden. Ich hätte dich besiegt, wenn es ein normaler Kampf gewesen wäre. Ja, reg dich ab. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für Might & Magic Clash of Heroes, weil eine halbe Stunde, wie gesagt, so lange möchte ich die Videos eigentlich nicht mal halten. Ich bin jetzt schon doppelt so lang dran, wie ich eigentlich meine Videos haben möchte. Und ja, im nächsten Part machen wir einfach was anderes. Das sehe ich dann gleich. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.